nochmal. Was ist das? Einer unserer U-2-Aufklärer hat die Fotos am Sonntagmorgen aufgenommen. Die Sowjets installieren Mittelstreckenraketen auf Kuba. Morgen, Gentlemen. Unsere Städte im Südosten bis hinauf nach Washington D.C. liegen in Reichweite dieser Raketen. Und falls sie gestartet werden, bleibt uns eine Vorwarnzeit von 5 Minuten. Nach diesen 5 Minuten könnten 80 Millionen Amerikaner tot sein. Wir können niemals sowjetische Atomraketen auf Kuba tolerieren. Diese Raketen müssen weg. Die Sowjets reagieren nicht auf Worte, sondern auf Taten. Und sie kennen nur eine Sprache, die der Gewalt. Was da drin vorgeht, gefällt mir gar nicht. Sir, ich denke, wir müssen unsere Streitkräfte auf eine Invasion vorbereiten. Es wird Opfer geben, egal wie wir uns entscheiden. Es geht hier um einen möglichen Atomkrieg. Wir haben einen Haufen cleverer Jungs. Die sperren wir so lange ein, bis sie brauchbare Vorschläge liefern. Ein breit angelegter Luftschlag ist das Minimum dessen, was dem Generalstab als akzeptabel erscheint. Nein, nein, es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Sie sitzen ziemlich in der Klemme, Mr. President. Vielleicht haben Sie es vergessen, Sie sitzen mit drin. Diese verdammten Kennedys werden noch das Land zerstören, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Heute ist eine Menge schiefgelaufen. Alle sind angespannt und nervös. Wenn noch mehr schief läuft, werden alle nur noch nervöser. Und dann wird es ganz schwer werden, einen Krieg zu verhindern. 3, 2, 1. Guten Abend, liebe Mitbürger. Das ist ein Komplott. Sie wollen den Krieg, Jack. Und sie geben keine Ruhe, bis sie ihn bekommen. Was wird aus dir? Ich werde mit dem Präsidenten evakuiert. Und wenn du in irgendeinem Berg hockst, wohin soll ich dann mit unseren 5 Kindern? Manchmal gibt es nur eine richtige Entscheidung und wir sollten Gott danken, wenn sie so eindeutig ist. Stellen Sie sofort das Feuer ein! Er hat mich angelogen, der Falschone. Nee, wir brauchen Sie. Sie müssen mit ihnen reden. Niemand spielt uns gegeneinander aus und niemand wird sich jemals zwischen uns drängen. Einen Moment lang wünschte ich mir, ein anderer wäre Präsident. Meinst du das ernst? Einen Moment lang. Die Luftangriffe beginnen in 28 Stunden. Die Weltöffentlichkeit beobachtet jeden unserer Schritte. Ich werde hier warten, bis Sie mir antworten und wenn unterdessen die Hölle einfriert. Ich bin der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und ich sage, wann wir einen Krieg beginnen.